kurz erwähnen. Sie werden weniger Feinde ausschalten müssen, wenn Sie zuerst die Hand von Not zerstören. Sie erinnern sich doch noch, wo die Hauptkontrollstation ist. Das weiß ich nur zu. Also, lass mal diesen Turm inspizieren, ob da noch einer drin sitzt, aber laut Radar sitzt da keiner mehr drin. So, da zeigt mir hier noch was Rotes an. Ungefähr hinter dieser Wand irgendwie. Hm. Nun bin ich verwirrt. So, erstmal runterfahren in die Schlafgemächer. Ja, dann gleich weitermachen. Hier werden wir auch den, genau, hier, den Koch, den Chef. Dem sollte man nicht ungefähr über den Weg trauen. Denn man sieht, er kommt von dir entgegen und fackelt dich ab. Ich weiß nicht, ob es an den Gewürzen liegt, die verwenden, aber die sind irgendwie nicht so cool drauf. Also von wegen, der Koch und der Kombüse verfeinert das Gemüse, ne? Hier mit Fab und so. Versteht bestimmt keine Sau, was ich meine, aber naja. Wer die Rage Faces schon mal gesehen hat, weiß eigentlich, über was ich rede. Hier haben wir das, hier ist das. Hier der Eingang der Lackte-Wing, oder ist der Backten-Wing, vielmehr. Aber passt. Dann fahren wir runter. Und hier unten erwarten uns auch noch ein paar. So, Datenlink-Update. Und gleich nochmal ein. So, dann sind wir hier. Ah ja, was mir... Das ist das gleiche Problem wie vorhin. Hier gibt es eine zweite Ionenkanone, deswegen werde ich dieses Gebäude mit Ionenkanone zerstören. Sollte aber diese Ionenkanone ein wenig entfernt platzieren. Ne, ich habe ja auch keine dabei. Hä? Wie kommt denn das? Oh, habe ich jetzt keine Ionenkanone? Noch mal eine gehabt. Na gut, dann hätte ich das auch wieder geklärt. Die werde ich dann oben platzieren. Weil wir diesmal keinen Zugriff haben auf die anderen Räume. Die wird uns verweigert. Da bräuchten wir eine grüne Sicherheitskarte für und die kriegst du nicht. Da kriegst du keinen in diesem Level. Das heißt, du müsstest dieses Gebäude mit dem Zielmarker für die Ionenkanone, die sich im Orbit befindet, zerstören. Und das hätte ich gesagt, machen wir jetzt einfach mal. Komm runter. Warte mal, normalerweise, da geht's. Da komme ich ja gar nicht mehr raus. Machen wir so, ich fahre nochmal runter und renne nochmal hinten raus. Weil ich sonst ein Problem habe. Ein richtig böses Problem. Oder ich mache es mir einfach noch einfacher. Nochmal laut meinen Informationen, die meistens falsch liegen. Ach. Ich versuche einfach mal, weil ich genau weiß, wo ich den jetzt... Warte mal, also, ja, sollen wir nach der Zielmarkierung gehen? Wir sehen oben, 10 Meter haben wir noch zu... Wir sind 10 Meter oben drüber. Das sieht man. Das heißt, ich werde das hier platzieren und werde da hinten wegrennen. So, und jetzt ist die Zeit, in Deckung zu gehen. Weil das macht ganz doll Bums. Tut nicht gut. So, die Entfernung müsste eigentlich lang. Jetzt sieht hier schon ein paar Ionen davon fliegen. Jetzt können wir ein bisschen Damage ziehen. Nein, ging sogar. Gute Arbeit, Herr Wok. Das sollte die ein wenig behindern. Er hat gesagt, behindern gesagt. ja. Hand of Not zerstört. Jetzt können wir nach oben fahren. Ah, Kane. Wo kommst du jetzt? Und da oben werden wir jetzt ein kleines Sequel sehen. Das war Sydney, Petrova und Ignacio Möbius. Raveshaw. Der kleine Giftzwerg. Also wie gesagt, ich ziele jetzt hier nicht an, ne? Also, das bin nicht ich. Das sehen wir Mendoza, links, und Sakura. Siehst gut aus. Du bist tot. Ups. Irgendwie lustig ohne Soundeffekt.
Probleme. Jo. Ich glaube, so ein neues Mercedes soll mich eigentlich dazu kümmern. In dieses Fahrflugzeug zu kommen. Das Fahrflugzeug fliegt hier weg. Wir müssen das hier erobern quasi. So, das haben wir geschafft. Feierabend. Bis zum nächsten Mal.